haben jetzt ein paar Menschen für dich vorbereitet. Wir spielen nämlich jetzt ein kleines Spiel, das haben wir bei unserem 90-Special schon mal gespielt. Wir spielen relativ gerne. Es ist angelehnt an das Spiel Wer bin ich? Wir spielen aber eine 2000er-Edition mit verschiedenen Menschen, die jetzt da runterkommen. Und dieses Spiel nennt sich Wer war ich? Bei Wer bin ich war es immer so, dass Kandidaten runterkamen und dann musste der Prominente raten mit Ja- oder Nein-Fragen, wer oder was diese Person ist. Bei uns ist es ein bisschen anders. Für jedes Nein, was kassiert wurde, sind 5 Euro in ein Sparschwein gewandert. Okay. Bei uns ist es ein bisschen anders. Hier kommt jemand gleich die Treppe runter, den man vielleicht aus den 2000ern kennt. Du musst jetzt sicher oder? Ja, der ein oder andere. Die einen sagen so, die anderen so. Ne? Du hast 3 Neins pro Person. Und für jedes Nein, was du kassierst, gibt es keine 5 Mark, sondern die originalen Bertie-Botz-Bohnen jeder Geschmacksrichtung aus Harry Potter. Kennst du die? Faules Ei? Kennst du Harry Potter? Hast du Harry Potter gelesen? Gelesen nicht, nee, aber Filme gesehen. Filme gesehen. Ja. Also du kennst die Bertie-Botz-Bohnen, das sind magische Bohnen, die in allen Geschmacksrichtungen kommen. Wie zum Beispiel Butterpopcorn oder faules Ei, Hundefutter, Erbrochenes, Babywindeln, toter Fisch. Stinktierspray, also es ist alles da. Geil. Und für jedes Nein gibt es ein bzw. eine Handvoll Bertie Botts Bohnen. Eine Handvoll. Hand, und die müssen dann alle gleichzeitig geil, essen. Ja, also, eine Reise zurück in das 2000er Jahrzehnt. Wer oder was war ich? Hier ist Kandidat Nummer 1. So, jetzt Ja- oder Nein-Fragen stellen. So. Wer war ich? Sind 2. Das Gesicht kommt mir ein bisschen bekannt vor. Es sind 2 Gesichter. Ja, doch! Ich weiß es schon. Was? Ich weiß es schon, ja. Wer ist es denn? Erkan und Stefan. Erkan und Stefan! Geil. Treffer! Oh, gut gemacht! Ja! Ja. Wow! Hey. Das kann man nicht vergessen. Ich war ja Fan. Sie sind zurück. Das sind Erkan und Stefan. Und hier sieht man, das war eure Zeit. Die 2000er, wahnsinnig erfolgreich. Wie begann das Ganze? Im Radio. Wir haben einfach, Radio. Ja, wir haben im Radio Gags gemacht, haben die geschrieben, dann haben gesagt, dann sprecht's auch gleich. Dann haben wir es gesprochen und dann war das erst so ein Geheimtipp. Und dann haben die Leute damals noch Kassetten gezogen. Ja. Kassetten gezogen, ja, ja. Aufgenommen quasi. Und dann sind wir auf die Bühne. Die CDs, die man so spult, weißt du? Ja, ja, mit dem Bleistift. Ja. Wenn ihr jetzt schon mal hier seid in einer 2000er-Show, dann muss man eigentlich Erkan und Stefan wieder zum Leben erwecken, oder? Könnt ihr es noch? Ja, könnt ihr es noch? Ja, wollen wir Erkan und Stefan live sehen? Wollt ihr uns hören? Guck mal, wir haben doch bestimmt hier irgendwo... Wir haben hier noch Trainingsanzüge. Geil. Oh, okay. Die ziehen sich... Ladies and Gentlemen, es ist über 10 Jahre her, dass diese beiden Herrschaften am Start waren. Bei Luke, die 2000er und ich gibt's das große Wiedersehen. Rastet aus für Erkan und Stefan! Oh, wie krass, oder? Ey, komm her, schlag ein, Mann, schlag ein. Der Luki, hau rein, daneben. Ey, Erkan, ist schon krass, oder? Hey, nach 12 Jahren wieder. Hey, freust du dich auch so wie ich? Nein. Fuck, Mann. Ich hab immer gesagt, der Stefan ist wie Herpes. Der kommt immer wieder zurück. Alter. Hey, willst du mich hier beleidigen oder so? Weißt du, hey, du prallst so ab, Junge. Ja, langweil mich. Ja, pass auf, Rebound. Erkan, der ist wie Urologe. Ah. Ja, der geht mir auf den Sack. Hey, muss ich mich das bieten oder was, hey? Ja, pass auf, hey. Du Integrationsopfer. Oh, hey, du Himbeer-Shisha, okay? Hey, weißt du? Hey, pass auf, hey, aber 12 Jahre. Hey, 12 Jahre, hey, was da alles passiert ist. Ja, ich meine, das ist ja fast ein halbes Vierteljahrhundert, oder? Ja. Ich meine, hey, das ist so, was da weltpolitisch sich ereignet hat, ja? Ja, ja. Du weißt zum Beispiel so, ich habe jetzt hier so Nasenhaare. Voll lang, in weiß. Hey, und ich, ja, ich kann die Bunnies nicht mehr so scharf sehen. Das ist auch so ein Problem. Hey, Reality-Check, ja? Du hast deine Bunnies, die waren noch nie scharf. Der Luke, ja? Ja? Der hat mich gefragt, ob du und ich, ob wir wieder zusammen auf die Bühne gehen sollen, live. Hey, so, was? Hättest du da Bock darauf, so durch den Döner gefragt? Hey, was, so live, so auf Bühne und so? Ja, was? Echt? Ja. Boah, krass. Boah, krass, oder? Hey. Und was sagt Publikum? Was? Hey! Boah, krass! Oh, Scheiß, mach das! Ja, krass!
Jetzt gehen wir wieder live auf die Bühne. Hey, so richtig. Der Luke Schulz oder was? Ticketverkauf sofort, oder? Ja. Oh, krass. Hey, aber so richtig mit so scharfen Bitches im Backstage. Ja, und so. Mann, mit geilen Bitches, ey. Geil, cool, dass deine Mutter wieder mit dabei ist, Mann. Es ist so geil. Okay, danke schön, danke schön. Wow! Wow! Ab nächstem Jahr überall auf Tour. Und hier bei die große Reunion. Guck mal. Mal gucken, ob es dir jetzt wieder gelingt, direkt zu verwandeln. Hier ist der nächste Kandidat bei Wer war ich? Oh. Okay. Du darfst Ja oder Nein Fragen stellen. War ich Moderator? Nein. War ich Schauspieler? Ja. Ja, okay. Dann war ich in einer Daily Soap? Nein. Soll ich? Oder machst du? Jetzt erkennst du ihn ja nicht direkt. Ja. Optisch. Du erkennst ihn nicht optisch. Oh. Vielleicht könnte man ihn woanders dran. Okay, ich bin also Synchronstimme. Ja. Richtig. Muss jetzt schnell machen, weil die Kinder müssen gleich ins Bett. Die Kinder, apropos Kinder, irgendwas. Müssen oder so. Ins Bett. Ja. Achso. Vom Sandmann, nein. Von nein. Sandmann, nein. Was war das denn nochmal? Ins Bett. Die Kinder müssen ins Bett. Man, jetzt mach weiter. Man in Black. Hast du das gehört? Was? Ich kenne das nicht, glaube ich. No joke. Es gibt einen Satz. Okay. Und dieser Mensch, also du hast auf jeden Fall schon mal verloren. Und der Mensch da oben, der wird sich jetzt selber mit einem sehr ikonischen Satz vorstellen. Wer bist du? Ich bin Batman. Das ist David Nathan, geil. Der Synchronsprecher. Geil. Der berühmten Batman-Filme. Sorry. Geil. Das ist David Nathan und du hast wirklich... Die Kinder müssen ins Batman. Man in Black? Batman? Sandmann? Das ist David Nathan. Danke. Und wir machen mal so einen Trailer, okay? Wir machen jetzt quasi hier Batman. Oh ja, Trailer. Ich liebe Trailer. 2000 Rises, okay? Ja, gut. Ich habe hier nämlich hier so eine auf dem Klavier so eine kleine Funktion, wie man ein komplettes Orchester nachstellen kann. Hier. David Nathan und ich machen jetzt einen Trailer nach vom neuen Film. Diesen Sommer erhebt sich ein Held, der innerlich zerrissen ist. Ein Held, der sich selbst immer wieder die gleiche Frage stellen muss. Was? Wer bist du denn? Ein Held, der im Verborgenen agiert und nicht gesehen werden darf. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Der unter seiner Maske ein Geheimnis wahrt. Ich fühle mich schön mit Jade. Ein Held, der auch immer selbst an der Schwelle zum Wahnsinn steht. Achtzehnter 9. im Kino. David Nathan! Wow! So! Heute alle Batmans. Der nächste Kandidat bei Wer war ich? So, jetzt siehst du da oben jemanden und frag mal. Geht's um ihn? Nein. Reingefallen. Geil. Geht's denn vielleicht um was anderes, was der Herr da mit hat? So. Ach, es geht um den Koffer. Geht es um den Koffer? Ja. Kannst du den Koffer aufmachen? Ja, kann ich. Wer oder was ist das? Kannst du es dir hier unten angucken?
Kannst auch mal hingehen, kannst es dir angucken? Nur mit Handschuhen. Nur mit Handschuhen nur mit anfassen? Handschuhen. Ja. Wer oder was? Oh. Ah, ja, jetzt weiß ich's. Genau, Men in Black nämlich. Men in Black. Die Hotelrechnung, nein. Was? Das ist das? Ist es wirklich das? Ist der legendäre Zettel von Lehmann vom Elfmeterschießen. Bei der WM. Bei der WM 2006. Ist das richtig? Jawohl. Oh. Kommen Sie bitte zu uns. Das ist tatsächlich. Also dafür habe ich eigentlich noch ein paar Jelly. Das ist eigentlich nur eins. Das ist tatsächlich so. Aus dem Jahr 2000. Das ist, übernehmen Sie einfach. Ich bin zu nervös. Ich packe den jetzt erstmal aus, ne? Und stell den mal so hin, dann können das alle den sehen. Das ist der Original-Lehmann-Zettel. So heißt dieses Stück der Kunst-Zeitgeist-Geschichte? Der Lehmann-Zettel. Ja, genau. Und wenn man jetzt hier drauf guckt, sieht man, einige sind durchgestrichen, einige haben gar nicht geschossen, die sind ausgewechselt worden. Einer hat geschossen, das ist hier Ayala Nummer 2. Ja. Und da steht, lange warten, langer Anlauf rechts. Und genau dahin hat er geschossen. Ja. Und Jens Lehmann hat ihn gehalten. Ja. Genau. Und am Ende, aber den entscheidenden Elfmeter, nämlich gegen Cambiasso, der stand gar nicht drauf, weil der eingewechselt worden ist. Ah, Esteban Cambiasso. Das ist der hier. Also man sieht im Hintergrund, Esteban Cambiasso schießt und Jens Lehmann hält diesen Ball und damit war das Viertelfinale gewonnen. Deutschland lange Titel. Dieser Zettel hat Deutschland ins Halbfinale gebracht und es ist jetzt, steht es im Haus der Geschichte in Bonn. So ist es, da kann man den in der Dauerstellung angucken. Also wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei, gucken Sie den Zettel an und nicht nur das. Im Haus der Geschichte in Bonn, meiner Heimatstadt. Ich kann es empfehlen, ich war schon sehr oft da. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke sehr. Jetzt packen wir wieder ein. Der ist 1 Million Euro wert. Ne? Der ist 1 Million Euro wert? Ja. Dann hätte ich gerne 2. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Tschüss. 1 Million Euro, der Zettel von Jens Lehmann. Nächster Kandidat. Oh. Wer oder was war ich? Kennt man dich aus dem Fernsehen? Ja. Kennt man dich als Schauspielerin? Nö. Nein. Kennt man dich als irgendeine also eine Figur? Ja. Ja, jein. Also sie jein, nicht, genau. Aber da war eine Figur immer mit dabei. Ja. Oh, du warst Schnappi. Ja. Ja! Ja! Geil. Mega! John Eine Guttmann. Meiner Highlights. Sehr geil. Schnappi! Freut mich. Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ja, hi. Ein weltweites Phänomen. Schnappi, du bist ja richtig erwachsen geworden. Ja, Mensch. Du warst ja richtig, guck mal, das bist du. Wie alt warst du damals? 9. 9 Jahre alt. Ja. Wann hast du das letzte Mal live Schnappi performt? Ja, schon ein Weilchen her, ne? Also schon 12, 13 Jahre. Heute? Nein. Bei Luke, die 2000er und ich gibt's eine Reunion. Wollen wir uns einmal so hinstellen? Ja, komm, machen wir. Machst du die, da gab's ja eine Choreo. Wir haben sogar die originalen Hüte noch. Ach du Teufel. Ja. Und, als ob das nicht genug wäre. So. Dein alter Bühnenpartner, der Stefan zu deinem Erkan. Schnappi. Warum bin ich denn Erkan? Der ist heute hier. Nein. Hast du Bock, nochmal Schnappi zu performen? Aber nur, wenn du auch mitsingst. Ich mach mit. Ich setz mich ans Klavier. Nico, komm mit mir ans Klavier. Hier ist Joy mit Schnappi. Und Schnappi ist in the house. Aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnappte ich mich frei. Und jetzt alle! Schnappi, schnappi, schnapp. Ja! Schnappi. Tschüss, Schnappi, tschüss, Joy.
jetzt schon die geilste Show, in der ich jemals, oder die ich jemals gesehen habe. Das ist und die geilste Show? Und dann bin ich live Show? Dabei. Ja? Ja, es sind so viele Kindheitsträume, die gerade erfüllt werden. Das ist mega toll. So, ich glaube, wir haben keinen mehr. Das war's. Ach. Du hast dich fantastisch geschlagen. Vielen Dank für die Blumen. Toll, dass du hier warst. Bist ein toller Typ, bist immer eingeladen bei uns. Komm vorbei, sing und mach dein Ding. Aber jetzt, Wettschulden sind Ehrenschulden. Es geht um Bertie Bott's Bohnen jeglicher Geschmacksrichtung. Und die haust du dir jetzt mal rein. Alle. Alle gleichzeitig. Wirklich so? Ja. Ich mach mit. Boah. Das ist wirklich so. Boah, das sind manche dabei, die sind okay und dann manche. Ja. Naja. Bin auf jeden Fall ein mutiger Mann. Ein richtiger Bauch von mir kommt das dann. Danke. Krasser Typ aus einer krassen Familie. Da kann ich mich total mit identifizieren. Ich habe auch eine krasse Familie. Ja. Second hand. Darf ich auch? Bitte, das auch. Wettschulden, jetzt stehe ich natürlich voll wie eine Pussy da. Dann wieder rein damit. Maria, hallo?